Thank you.
Vielen, vielen Dank. Und ich möchte noch mal durchgeben, dass Menschen, die körperliche Einschränkungen haben, die sollen bitte an unserem Fest mit teilnehmen, die können bitte gerne hier vorkommen. Wir müssen es nur wissen. Wir haben jetzt hier einige Stühle organisiert und wer nicht sitzen kann oder auf den Tribünen nicht sitzen kann, bitte, bitte geben Sie uns Bescheid. Wir sorgen dafür, dass auch Sie daran teilnehmen können. Vielen Dank. Also, ganz ehrlich gesagt, echte Löwen sind total langweilig dagegen. Wunderbar, auch die Percussion, einmalig. Guten Tag und herzlich willkommen zum Wesak-Fest 2024 in München. Es ist das 21. Mal, dass ich hier buddhistische Gruppen aus München zu Ehren und zur Feier Buddhas treffen. Gefeiert wird an diesem Vollmondtag im Mai die Geburt, die Erleuchtung und die vollkommene Befreiung Buddhas. Wir alle wissen, wir leben in einer Zeit, in der es von Unruhen, Widersprüchen und Irritationen im persönlichen und offiziellen Leben nur so wimmelt. Was Buddha vor 2500 Jahren lehrte, hat auch heute noch Bestand. Wie sagt Buddha, das Leben ist kein Problem, das ist zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Buddha hat seine Erkenntnisse vorgelebt, vielleicht ist er deswegen ein so vertrauenswürdiger Weggefährte in vielen Kulturen. Einige dieser Kulturen können Sie heute kennen und sicherlich auch genießen, lernen mit knapp 30 Programmpunkten, mit Infoständen und kulinarischen Feinheiten, laden die Münchner Buddhisten, die Münchner buddhistischen Gemeinschaften zur Wesak-Feier. Der erste Teil waren die heiligen Fabellöwen. Sie bringen Glück, Freude, das können wir bestätigen, und Harmonie. Die Löwen haben die Aufgabe, sie lärmen die Geister weg und ohne sie gibt es keine feierliche Eröffnung eines Festes. Ganz kurz noch, der Fabellöwe ist eines der vier heiligen Tiere im asiatischen Kulturraum. In vielen Tempeln wird der Bodhisattva der Weisheit Manjusri von einem Fabellöwen getragen. Die Münchner Löwentanzgruppe, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Cho, Ü, Li, Fu, Fut, hat das Fest eröffnet und es geht jetzt weiter mit der Rezitation der Mönche. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa
Herzlichen Dank, das war zauberhaft und von tiefer, tiefer Spiritualität. Das Leben ist vielfältig und wir kommen jetzt zum Gegenteil, zum Tanzen. Und zwar zum Tanz von den Schülerinnen der Sailam Pung Schule und den Tänzerinnen des Wat Thai. Die Aufführungen thailändischer Tanzkunst haben inzwischen in vielen Tempeln einen festen Platz. Ganz hervorragend macht das Wat Thai in München, die viele Veranstaltungen mit Thai-Tänzen machen und wo man auch die einzelnen Bedeutungen der Bewegungen erklärt bekommt. Der Tanz ist grazil und voller Symbolik und wir haben die Tänzerin des Wat Thai wissen selbstverständlich, dass der Tanz auch dazu dient, den meditierenden Buddha zu verführen. Die Tänzer auf dem
Vesak-Fest von der Sainam Tung-Schule finden im Rahmen einer Deutschland-Tournee statt. Ich erinnere mich noch, wie wir vor vielen Jahren einmal mit der Tanzschule aus Bangkok, die ständig im Fernsehen auftaucht und sehr, sehr berühmt in Thailand ist, eine Veranstaltung gemacht haben in der Anne Frank Realschule in Pasing. Da haben die thailändischen Schülerinnen den deutschen Mädchen beigebracht, wie man sich schwingt, wie man und welche Bewegungen man macht, wie grazil das gehen kann. Das Interessante war, die haben auch so eine kleine Arena da und dann ist rechts die Schule. Nach einer halben Stunde konnten die Lehrer in den Klassen den Unterricht nicht mehr weiterführen, weil alle Schülerinnen standen an den Fenstern und guckten begeistert zu. Ein unvergleichliches Erlebnis für alle Beteiligten und ich denke, das wird heute auch der Fall sein. Bunim von Wat Thai wird Ihnen jetzt erklären, was es mit dem Thai-Tanz auf sich hat. Liebe Bunim, froh, dich hier zu sehen und schön, dass du da bist. Dankeschön. Bevor wir unser Tanzprogramm beginnen, heute freuen wir uns, dass die thailändische Konsulat in München uns auch mit großer Unterstützung da sind. Und ich bitte die Frau Göttfried, die Ankündigung für die Konsulatin. Bitte schön. Frau Göttfried aus Regensburg. Guten Tag, ja. Für diese Feier, wir haben einen guten Anlass auch für dieses Jahr, besonders wichtiges Jahr ist ein Geburtstag, Jahr des Königs, sein 77. Geburtstag. Das bedeutet auch für die Buddhisten oder die Thai oder die Asiaten. Das heißt, das sechste Zyklus seines Lebens, Jahres. Ich bitte um unsere Konsulatin, Frau Prapapin Bajan, bitte kommen Sie. Schönen Dank, Konsul. To speak in English. Prakru Vithet Thamarangsi, Wat Thai Munich Gising, members of the Vesak Festival Working Group consisting of Ayatara Institute, Buddha House Meditation and Study Center, Community for Mindful Living Bavaria, Wat Thai German and Thai Buddhist Association in Germany. Ladies and gentlemen, all the German community in Munich. Sawasdee ka, und herzlich willkommen. It brings me a great joy to see so many Buddhist followers and members of the Munich community gather here for Vesak Fest 2024 at Vespark today. As one of the holiest days in Buddhism, Vesak commemorates three pivotal events in the life of Lord Buddha, namely his birth, enlightenment, and parinirvana. In Thailand, where Vesak Day is celebrated with great fervor, devotees engage in acts of merit making and observe religious precepts. For example, families gather at temples in the morning to offer alms to Buddhist monks, followed by Dharma sermons during the day. In the evening, they participate in the symbolic circumambulation procession known as Wien Tien in Thai language, carrying candles and walking three times clockwise around the temple's ordination hall. This practice symbolizes the three jewels of Buddhism, the Buddha, the Dharma, his teaching, and the Sangha, the monastic order. Today, we are fortunate to witness
the sacred tradition firsthand at this Vesak Fest. In 1999, for your information, the United Nations General Assembly adopted a resolution recognizing Vesak as the most significant day for Buddhists worldwide. Since then, Thailand has hosted the UN Day of Vesak Summit on 11 occasions. Thailand boasts a rich tradition of respecting religious freedom, a legacy dating back to the proclamation of King Rama V in 1878. This decree, as enshrined in every subsequent Thai constitution, upholds the principle that individuals have the right to embrace any religion of their beliefs and their choices. This profound commitment to religious freedom has been championed by successive Thai monarchs, including His Majesty King Mahawachiralongkorn Prawachirakrao Jao Yuehua, King Rama X, the current king. Throughout his reign, His Majesty has tirelessly promoted religious and cultural diversity in Thailand, underscore the importance of peaceful coexistence among the country's diverse religious, cultural, and ethnic communities. As we approach the 72nd birthday anniversary of His Majesty the King on the 28th of July 2024, I would like to extend a warm invitation to all of you to join the Thai people and our Thai German community in Munich in celebrating this auspicious occasion. You can sign a well-wishing book at the ceremonial pavilion that we special arrange here today outside this gathering. จากโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระชุปถัมภ์ร่วมกับคณะนางรำกลุ่มของเด็กนะคะโรงเรียนสายน้ำผึ้งส่งนักเรียนแล้วก็นักแสดงมาช่วยงานของวัดไทยเมลเด็กมาเป็นเวลากว่า15ปีนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนที่มาก็มาด้วยทุนของพ่อแม่หรือว่าเด็กคนไหนที่ไม่ค่อยมีตังค์นะคะแต่ว่ามีความสามารถทางคณะคุณครูก็ช่วยกันออกค่าตั๋วให้นะคะคือทุกคนมาด้วยใจไม่ได้มีงบประมาณมีหน่วยงานไหนรับรองนะคะคือเป็นการมาด้วยใจรักทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมที่เยาวชนยังอนุรักษ์สิ่งที่เป็นศิลปะของไทยนะคะก็มีใจที่มาช่วยงานบุญของวัดนะคะตอนนี้ขอเชิญคุณพี่แสงสีมาพูดภาษาเยอรมันนะคะVon einer Tanzgruppe in der Schule und die sind lieben das Tanzen. Sie führen mit eigener Kraft und Liebe für diese Tanzen und die meisten kommen sie mit eigener Mittel. Das heißt, wenn die keine Schule, wenn ein Schüler nicht so viel Geld hat für die Reise, dann lassen sie die Schüler auch, die Lehrer und die Leute auch zusammen helfen. Und die sind schon seit 15 Jahren, jedes Jahr kommen nach München, um die Aktivität von der Thai-Tempel zu helfen. Und das ist, wie sie sagt, die Schüler sind, kommen wirklich mit eigener Kraft und eigener Liebe zur Kunst, um die Tradition weiter fortzuführen. So, großer Lob, ja, großer Lob. ตอนนี้นะคะจะประกาศการแสดง3ชุดรวดเลยนะคะชุดที่1นะคะคือชุดครุฑยุบนาคนะคะเป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างครุฑกับพญานาคซึ่งครุฑกับพญานาคจริงๆแล้วเป็นพี่น้องกันนะคะถ้าเกิดผิดใจกันพระนารายณ์ออกมาแล้วนะเราเรียนกัน
โขนเป็นนาฏศิลป์ที่มีมาแต่โบราณการดูโขนนั้นนักแสดงจะสวมหัวโขนทั้งหมดยกเว้นตัวพระและตัวนางโขนนิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์เป็นการสู้รบระหว่างทัพพระรามและทศกัณฐ์ที่ได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นการแสดงของพระยาคุธนะตอนนี้พระยาคุธไล่ลำให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับAufführung. Jetzt ist die Garuda ist eine der Luftbewohner. Und bei der Korn ist es die Masken, das heißt für alle Darsteller müssen Masken tragen, außer die Heldin und der Held braucht eine Maske tragen. นี่คือพระยาครุฑนะครับพระยาครุฑก็อีน้องกับพญานาคนะตอนนี้ก็เป็นการโชว์นะพญานาคนะครับพี่น้องกันนะสองพญาครุฑและพญานาคเป็นพี่น้องกันนะครับGarudaIt's a rote, it's a harp, it's a vogel. Und jetzt ist er, dann kommt der nächste, ist der Nagas. Die beiden sind Halbgeschwister.
ุดนี่ก็บินอยู่ในอากาศส่วนพญานาคก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในน้ำนะครับเลื้อยอยู่นะโชว์ลีลาของพญานาคนะมุดน้ำนะดำน้ำอยู่ตอนนี้สองก็อยู่กันอย่างมีความสุขวันหนึ่งเกิดทะเลาะกันเกิดทะเลาะกันก็ต่อสู้กันระหว่างพญาพุทธกับพญานาคที่น้องทะเลาะกัน Die kommen in die Begegnung, treffen sich und streiten sich. Die beiden mögen sie nicht besonders.พญาพุทธก็มีอิทธิฤทธิ์พญานาคก็มีอิทธิฤทธิ์ตอนนี้ต่อสู้กันอยู่พญาพุทธขึ้นไปอยากขึ้นไม่ได้ขึ้นไปฟาดฟาดฟาดตีที่หลังพญานาคแล้วก็ตบหัวพญานาคที่กระโดดได้ Einige die sich haben Geschwister, als sie mögen sich nicht und dann sehen sie treffen und dann kämpfen sie sichVon der Luft aus und dann unter Wasser. ขณะนี้สู้กันนะครับสู้กันอยู่หลายวันหลายคืนหลายปีหลายเดือนต่างคนต่างมีฤทธิ์ไม่มีใครแพ้ชนะสู้กันไป Der Kampf dauert Tage, Wochen, Jahreslang und immer wieder. Beide sind so gleichmächtig und kann niemand hat gewonnen. ดูกระจนพระนารายณ์ต้องลงมาทรงห้ามให้ทั้งสองเลิกทะเลาะกันเรียงรายเดี๋ยวก็อิชโนเดี๋ยวก็นารายณ์มุสฟอนที่เป็นรุ่นเดียวกับผมที่ไปนั้นสู้ชีวิตแต่ไม่ได้สิ่งนี้สไปเตอร์เคมฟ์บิดาเดียวไม่ควรที่จะรบรับขับเคี่ยวเห็นป่วยการวาระนี้ต้องรู้รักสมัครสมานเพื่อบ้านเมืองจงยุติความขัดเคืองขุ่นข้องที่หมองใจแล้วร่วมมือหมายมุ่งพดุงไทยให้ร่มเย็นน้อมกายใจไฝ่บำเพ็ญเพียรกระทำซึ่งความดีดังคำเรากล่าวมานี้จงจดจำกระทำตามสมานณฉันท์เพื่อสยามได้หาสุขทุกทิวาและราตรี Ihr seid doch Brüder, ihr sollt das zusammenleben, ihr habt das selber bei Vater, so bei...
่งให้พญาครุฑและพญานาคไปดูแลแผ่นดินสยามพญานาคให้รับใช้พระพุทธศาสนาฝ่ายพญาครุฑให้ปกป้องแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างสามัคคีGott Narai schickt die beide nach Siam. Die Naka soll die Buddhismen, das, den Buddhismus schützen und Garuda soll das Land schützen, damit die Bevölkerung wohl geht und gedeihen und alles gut geht.ขณะนี้พระนารายณ์ก็ขี่พญาครุฑซึ่งทั้งหมดเรียกว่าพระนารายณ์ทรงสุวรรณพระนารายณ์ Garuda als ein Reittier Das ist auch das Symbol von unser König und Königreich Unser König hat eine Garuda aus sein Emblem.ชื่อชุดว่าวิจิตรศิลป์แผ่นดินสยามที่ได้เห็นอยู่นี้นะครับก็มีพระรามพระลักษณ์นางสีดานางเบญจกายนางปลาFiguren aus der Ramayana-Version. Im Grünen ist es Rama, Gelbe ist Lakshman, Volupla. Die Damen ist die im grünen Umhang ist es Sita. Und in der Mitte ist die Fisch Savanna Matcha. Und der rechte in der roten Umhang ist Benjagai. Die Hauptheldin in dieserRamayana-Version. ตอนนี้ท่านพระรามยังขาดหนุมานองคตจะมาไม่ถึงลมท่าก็อยู่ไหนHanuman ist noch zwei. Es kommt der Hanuman. Es kommt der Hanuman. Aber von Rami, Hanuman, der Lang. Dieser General von Ramas.Wo bleibst du denn um?
Gott, komm doch. Gut. Oh, wo ist das? Wo ist das? Papa, ich komm. Oh, oh, da ist er. Hallo. Nee, 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 nee. Hab ich auch noch. Komm doch runter. Wir sind doch unten. นักแสดงมาจากไหนเราสามารถมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับการเรียนหนังสือของนักเรียนได้นะครับด้วยนะค่าเดินทางเพื่อสู้รบกับพระราชาทศกัณฐ์unterwegs so auch etwas Mittel für die nächste Reise sammeln wir bitten um Unterstützung von unseren Tänzern oder Tänzerinnenตอนนี้พระรามกับทศกัณฐ์เข้าหากันอีก
คนอื่นไม่เกี่ยวตอนนี้ก็ยุ่งกันอยู่นะระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ฝ่ายลูกหลอมนะครับต่อตัวศูนย์หนุ่มมานมงคลกับพระโหทอดจะสู้กันเป็นคู่ไปตอนนี้Der Kampf dauert Tage und Nächte. Thank you.
็อยู่ดีมีสุขเราก็มีการลื่นเลิศglücklich sind, dann gibt es immer Fein und dann alles glücklich und happy zusammen. Und jetzt gibt es Zeit zum Feiern. Love.
from Commonwealth, so unser Restaurant von der Seinabendschule. Wie gesagt, die Jugendlichen kommen mit eigenen finanziellen Mitteln hier. Des Nagas. Dieses Jahr ist ja der Drachen in Thailand oder Naga. Es ist der Spender des Wassers und sie produziert die Fruchtbarkeit. Es wird geehrt und um Wohlstand und gutes Gedeihen in der Landwirtschaft gebeten.